So, meine Freunde, hier ist mal wieder Jan von Maxis Games, den Channel, den die meisten Mr. Mobile Fanboy Fans mögen. Okay, ich höre auf jetzt mit der Lache. Okay, also ich wurde gefragt, ob ich irgendwelche Insider-Informationen habe. Und die ich habe, die bringe ich euch hier in diesem Video. Und zwar jetzt auf der Stelle. Guckt zu! Ich frage mich, was war das jetzt gerade? Kann mir da einer weiterhelfen? Also ich habe irgendetwas gesehen. Ich habe auch etwas gehört. So ungefähr. Das war natürlich eine Sprache, die ich bisher noch nie gehört hatte. Vielleicht kann mir da jemand helfen, was das heißt, oder? Was meint ihr? Also jetzt mal ganz im Ernst, ist es euch auch eiskalt gerade den Rücken runtergelaufen? Also ich habe ein Geräusch gehört, das erinnert mich an so einen Riesenfisch, an so einen weißen Hai. Wir haben dann nochmal Folgendes gemacht, wir haben dann nochmal die Jungs befragt, aber ihr seht ja hier in dem Video, dass dasselbe immer wieder kommt. Das heißt also, die haben irgendwas, der Barbarian, der ersäuft sich vor lauter Angst, irgendwo scheint ja wirklich etwas Schlimmes zu passieren. Ich habe dann auch weder Kosten noch Mühe noch Zeit gespart und habe dann Bibi in ihrer Badewanne besucht. Und Bibi lachte mich nur an und okay, ich sag's euch, was er nochmal sagte. Moment. Tja, und dann stieg sie eine Leiter empor und verschwand im Himmel oder wo auch immer. Ja, schade eigentlich. Wir waren so nah dran an der Auflösung, was eigentlich in dem Update von Clash of Clans drin ist. Aber Bibi konnte uns auch nicht weiterhelfen. Suchten, suchten und suchten und plötzlich sah ich eine Seite, wo man ein Boot kaufen konnte. Ein ganzes Boot? Ein kaputtes Boot. Ich frage mich, warum das kaputte Boot, wenn man das mal richtig jetzt betrachtet, teurer ist als das Boot, das ganz ist. Sah ich das falsch oder was auch immer? Ja, ist so, ne? Aber das spielt ja keine Rolle. Also derjenige, der das hier hat, kann die Boote bei sich da draufsetzen und wahrscheinlich auch benutzen. Sehr interessant. Okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Irgendetwas scheint hier im Gange zu sein, dass man in seinem Dorf eben Boote benutzen kann und diese wahrscheinlich mit irgendwelchen Gegenständen, vielleicht mit Gold, dunklem Elixier, mit Truppen, was weiß ich, befüllen kann und mit diesen Booten irgendwohin fährt. Was alles andere käme ja nicht in Frage. Ich sag mal, das Captain's Logbuch Nummer 1 wird sich wahrscheinlich jetzt noch erweitern. Irgendwann in Captain's Logbuch Nummer 2. Das heißt also, irgendwo werden die wahrscheinlich an Land kommen oder eine Insel finden und dort vielleicht ihre Flagge hissen. Kann ja sein, dass auch eine neue Flagge kommt dann dafür. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also irgendwas wird da sein. Hat auf jeden Fall mit Booten und Schiffen zu tun. Ich finde es gut, wenn man da ab und zu so ein bisschen im Netz recherchiert, etwas findet. Ob denn wirklich etwas da dran ist? Tja, Gott im Himmel. Sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall ist es ganz gut. Ich finde es gut, wenn die Leute sich viele Gedanken drum machen, um ein Spiel, was doch viele fasziniert. Okay, in diesem Sinne verbleibe ich, euer Jan, und habt Spaß bei allem, was ihr macht. Tschüss!